Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Reaction. Mein Name ist Torben und heute reagieren wir auf den Stadionvlog von Wisca Barca, RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt, VIP Stadionvlog, DFB-Pokalfinale. Und ja, das Video kam jetzt vor einer Stunde raus. Ich würde mal sagen, Vollbild, falls euch diese Art von Reactions gefällt, könnt ihr gerne ein Abo, Like, einen Kommentar da lassen. Ist kostenlos, würde mich supporten und mega freuen. Schon mal vielen Dank dafür. Checkt auch gerne das Originalvideo ab und macht da ebenfalls das Gleiche. Mal sagen, let's go. Was geht ab, Leute? Heute gibt es das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Und ich bin bereits auch schon in Berlin auf Einladung von der Targobank. Vielen, vielen Dank. Die werden mir heute auch exklusive Zugänge ermöglichen beim Spiel. Sehr, sehr geil. Ich freue mich extrem. Ich bin auch schon in meinem Hotelzimmer hier. Das ist wirklich sehr, sehr geräumig mit so einer freistehenden Badewanne und überall noch solche Graffiti sieht sehr fresh aus, muss man sagen. Graffitis. Vor allem hier steht noch so ein Berliner Berlin. Schriftzug. Sieht ziemlich cool aus. Dann haben wir hier Waschbecken, links Toilette und rechts noch wirklich eine riesige XXL-Dusche. Mhm. Aber Leute, ihr wisst doch, bei solchen Trips darf ein Special Gast nicht fehlen. Der ist einfach da drin, ey. Ein Tannenzapfen! Sid ist am Start. Wow, wow, fast auf dich gefallen, Digga. Haben der da rein? Raus, Maxi! Ja, Digga, ich brauch dich als Kameramann, Digga. Digga, hier hab ich geschlafen letzte Nacht, Junge. Wir haben einen riesigen Fernseher, Leute. Wir haben gestern Abend hier auf YouTube geguckt. War richtig entspannt. Dann hier so ein Boxspringbett. Oh. Sehr, sehr geil. Ach du Scheiße. Lattenrost am Arsch. So, ja, ich hab das Bett für mich rein, weil es in den Kasten war. Dann haben wir hier die Aussicht. Sehen wir das wunderschöne Panorama über Berlin. Und eigentlich, Digga, haben wir gar nicht reingeguckt, ne? Ey, haben wir überhaupt Minibar-Check schon gemacht? Ja, es gibt keine Minibar-Check. Minibar-Check. Wie, es gibt keine? Es gibt keine, Digga. Da vorne ist auch schon der erste Frankfurter mit einem Beutel. Eintracht Endspiel. Hier links haben wir so einen coolen Joker auch noch als Painting. Ist okay. Egal wie das Spiel heute Abend ausgeht, es wäre für beide Mannschaften ein extrem großer Erfolg. RB Leipzig hat letztes Jahr das erste Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal gewonnen. Eintracht Frankfurt auch noch vor ein paar Jahren. Ich erinnere mich, als Kevin Prince Boateng die Story erzählt hat mit Bruder, schlag den Ball lang und dann Ante Rebic den Konter vollendet hat. Und auch für Frankfurt, letztes Jahr haben sie die Europa League gewonnen und dieses Jahr dann vielleicht den DFB-Pokal. Also wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gerade für die. Hier die ersten Zuschauer getroffen, hier direkt schon mit so einem DFB-Pokal-Finalstart. Richtig nice. Jungs und Mädels, wie glaubt ihr, wie geht's aus? Auf jeden Fall 2-1 für Frankfurt. Okay, ich sag 2-0. Ja, wollte eigentlich erstmal seine Reaction, gell? Seine Prediction, aber der in der Mitte konnte nicht abwarten. Und Mädels, wie glaubt ihr, wie geht's aus? Ja. Auf jeden Fall 2-1. Perfekt, Digga, danke dafür. 2-1 für Frankfurt. Okay. Ich sag 2-0, einmal Kolomoani und einmal Lindström. Alright. Ich sag auch 2-1. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, es geht in die Verlängerung und Elfmeterschießen. Mehr möchte ich nicht sagen. So schönes Wetter, Leute. 19 Grad Sonnenschein. Meine Damen und Herren, und hier haben wir das nächste Wahrzeichen aus Berlin. Der Fernsehturm. Sehr, sehr schön. Oh. Wir suchen uns jetzt erstmal einen nice Frühstücksladen. Das letzte Mal waren wir auch schon hier beim Bäcker, gell? Brandenburger Tor, auch im Hintergrund. Es sollen angeblich 50.000 Frankfurter im Stadion sein, Leute. Also deutlich mehr als die Hälfte, als im Olympiastadion reinpassen. Nach dem Essen fahren wir auch mal zum Treffpunkt der Frankfurter. Mir wurde gesagt, die befinden sich alle am Breitscheidplatz. Kellner, dankeschön. Bei mir erstmal die Tomaten raus. Boah, ist sehr, sehr geil. Ist okay. 60,5. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Die ganze Stadt ist voller SGE-Fans, das ist insane. Ist das nicht das Hotel, wo immer Shindy und so pennt? Ich glaube, Mont. Waldorf Astoria, ja, doch. Also, Shindy hat das sogar in ein paar Rap-Texten am Start. Waldorf Astoria, yeah. Ja, also, gefühlt war, also von Fußballfans war die Stadt 80% Frankfurt am Start und 20% Leipziger. Wahrscheinlich. Da vorne haben sie auch so einen Trikotaufsteller nach oben gezogen. Gemeinsam Indeed. Gegen Rassismus. Schön. Oh mein Gott, wie man sie kennt, die Frankfurter. Sie übernehmen mal wieder die ganze Stadt. Zieht euch das mal rein, Leute. Hier kann kein Auto mehr durchfahren. Hey, was geht? Hey, alles klar? Mich erinnert das so hart an Sevilla, Leute. Ja. Erstmal mit der Flasche drauf zeigen. Ich versuch mal die Masse rein, Leute. Ich glaube, die haben da noch irgendwas extra aufgebaut. Und Jungs, holt ihr heute den nächsten Titel? Ja, jawohl. 5-0. Ach so. 5-0 wäre ein bisschen viel. Der Präsident von der Eintracht ist gerade auf der Bühne und redet vor den ganzen Fans hier. Boah, Leute, wie komme ich denn jetzt hier durch? Leute, ich komme da nicht näher hin, aber da seht ihr.
vorne ist eine Bühne und so. Ja. Das ist nicht Muscle Scorpion, Anton. Muscle Scorpion? Das passt schon eine Beleidigung. Hier Leute Marcel sagen. Die haben sogar so einen extra Bus, Leute, mit so einem offenen Rooftop, Digga. Schau mal, wie viele Polizeiautos da kommen. Oh, da kommt der nächste, schau mal. Ah, die werden wahrscheinlich jetzt so langsam eskortiert zum Olympiastadion. Krass. Schaut mal, wer mich jetzt abgeholt hat. Yeah, let's Oha. Go. Haptic Rush, Alter. Damals noch bekannt für seine Songs, die er immer in den COD-Lobbys getrallert hat mit Autotune und so. Also da habe ich den auch noch geguckt, ey. Aber das ist auch schon sehr lange her. Sehr, sehr lange her. BO2-Zeiten war das noch. Ich bin heute... Wurdest du mal geküsst in dem Block? Oh, ja, danke schön, Jan. Die Gastfreundschaft aus Berlin. Wir sind heute nämlich zusammen auf dem Spiel, Leute. Wow. Was ist denn hier los, Leute? Die ganze Straße ist gesperrt von den Polizeiautos. Verdammt, wir kommen zu spät. Wir werden wirklich zu spät kommen. Endlich sind wir angekommen. Wir müssen ganz kurz zum Akkreditierungscenter. Wir bekommen jetzt nämlich so Special-Ausweise, wo wir bis an den Rasen hin können, kurz vor Anpfiff. Das wird so geil, Leute. So geile Aufnahmen wieder. Hier müssen auch immer die ganzen Journalisten immer vom Spiel auch hin. Let's go, Leute. Damit sind wir befugt, sehr, sehr geil. Was überall hinzulaufen. Riesen Dankeschön nochmal an die Targo Bank. Ohne die wäre das nicht möglich. Die Leipziger sind heute... Ach, Targo Bank hätte die mir auch mal gönnen können. Ah ja, gut, obwohl... Und eine Niederlage jetzt im Stadion sein, ist jetzt auch nicht das Geilste. Ganz klar in roten Farben zu erkennen. Ich war ja gestern im Public Viewing gewesen, im Deutsche Bank Park, aber das war ja wirklich eine Katastrophe, ey. Diese, hat man so scheiß Bändchen bekommen, um dann in den Innenraum Stehplatz zu dürfen. Und eigentlich hätte es auch wirklich ohne einen QR-Code ins Stadion gehen können. Also gab gefühlt keine Kontrollen. Die haben einfach jeden reingelassen. Und wir haben es halt sogar noch bei einem Reseller geholt, ey. Ich und ein paar Kollegen. Ja. Beim nächsten Mal einfach wirklich kostenlos machen. Doch, komplette Katastrophe wäre. Also wer da die Planung übernommen hat, ey, und die Sicherheit wirklich, also. Und Jungs, gewinnt Leipzig, oder was? Ja, Leute, es eskaliert hier gleich schon komplett. Leipzig. Für Leipzig, oder? Ich bin neutral. Ja. Seit Kindheitstagen Leipzig-Fans, oder? Obwohl der Verein doch erst seit, keine Ahnung, 14, 15 Jahren am Start ist. Kappa. Eins muss ich wirklich jedes Mal bitte. Ich sag mal so, wenn du in Leipzig wohnst und so weiter, dann kann auch gerne Chemie-Fan sein. Ja, ich weiß nicht, ey. So, Leipzig hat schon viele Erfolgsfans, muss man einfach so sagen. Aber Frankfurt hat jetzt leider auch über die letzten Jahre ein paar Erfolgsfans bekommen. Nervt mich ja selber. Also nach dem 2-0 sind voll viele beim Public Viewing gegangen im Stadion. Fand ich auch echt nervig. Ton, Leute, das Olympiastadion ist so wunderschön, sowohl von außen als auch von innen. Ah, jetzt habe ich verstanden. Hier beim Südeingang gehen die ganzen Leipziger rein und auf der anderen Seite sind die ganzen Adler. Oh, das ist ja entspannt hier. Ja, können wir einfach durch? Oh, cool, entspannt. Oh, Leute, keine Schlange, Digga. Jeff, wie geil ist das denn? Das ist doch geisteskrank, ey. Wir kommen einfach ganz gechillt rein. Ja, nur für uns wurde der Eingang gebaut. Ja. Wir sind jetzt komplett einmal drum gelaufen und jetzt sind alle noch schwarz-weiß gekleidet. Das ist immer so geil. Das ist echt so geisteskrank. Guckt euch an. Das ist wirklich 90%, ich habe ja vorhin sogar noch 80% gesagt, ich würde sogar sagen 90% nur Frankfurt-Fans. Pokalfinale, einfach alles Hälfte gesplittet. Ich habe jetzt gerade meine VIP-Karte erhalten, die befindet sich hier in so einer Box drinnen. Machen wir jetzt mal hier auf. Ja. Okay, hier unten haben wir so ein Bändchen und noch so eine Karte. Geil. Das kann ich dann wahrscheinlich hier in dem Loch so einspannen. Ja. Und da steht auch nochmal der ganze Zeitplan drauf. Es gibt noch eine Stadionöffnung sowie Öffnung der VIP-Bereiche, Aufwärmen der Mannschaften, Nationalhymne, Anstoß, DFB-Pokalfinale, Anstoß, zweite Halbzeit, ja. Siegerehrung, Schließung der VIP-Bereiche, After Final Party im Football Village. Okay, sehr schön. Party im Football Village. Und nice to have. Hier sind die ganzen Übertragungswagen, Freunde, und die senden das Signal weltweit halt in alle Länder und so. Und jetzt können wir auch mal in einen hineinschauen. Wer ist denn hier drin? Aha, Regie. Tschüss, Digga. Bro, das ist ja genau was für dich, gell? 28 Kameras befinden sich heute am Feld, plus noch Drohne und so. Digga, ist das kompliziert alles. Geistkrank. Oh, der Frankfurter Mannschaftsbus fährt gerade entlang. Das ist so krass, Leute, was hier die Männer für eine Arbeit leisten. Wirklich krass. Guckt euch mal an, wie viele Junge. Ja. Wir laufen jetzt hier nicht durch den normalen Eingang hinein, sondern durch diesen Underground-Tunnel. Crazy. Die Brutatos sind auch am Start. Na?
Also so bin ich auch noch nie in ein Stadion reingelaufen. Hat das Gefühl, man läuft irgendwie durch so ein Stromwerk oder so. Der Weg ist ja bodenlos. Bro, wir sind schon so tief gelaufen, Leute. Es geht immer noch weiter runter. Digga, das war so eine Abkürzung. Ich glaube, wir sind schon direkt am Rasen. Ja, Mann, das ist schon die Tribüne, Leute. Alter, das ist crazy. Ihr das erkennen, Freunde? Wir gehen hier lang. Jo. Geh noch mal rein, aber. Guten Tag, hallo. Hey, das war der Stadionsprecher von Leipzig. Ah, okay, hier ist die Pressezone. Hier werden die Spieler nach den Spielen Interviews geben, natürlich. Hier. Ich frage mal das Gleiche. Glauben Sie, heute in diesem Spiel war die Moral der Mannschaft da? Ja, ich bin extrem stolz auf die Einstellung von den Spielern. Sie haben alles gegeben. Du könntest jede Antwort schon sagen, bevor du die Frage bist. Ja. Das ist halt heutzutage eigentlich immer der gleiche Standard-Scheiß, gell? Also, das ist eigentlich wie ein FIFA, Mann. Du kannst wirklich den gleichen Scheiß. Ja, die Mannschaft war ganz gut heute. Ja, also wir werden uns nochmal verbessern fürs nächste Spiel, werden die Vorbereitung dafür treffen. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken, wir fokussieren uns aufs nächste Spiel. Digga, ich denke schon so, wer sagt Halle Madrid da von der Seite, Alter? Na, Willi, was geht, Digga? Also, ja. Es sitzt der Evi nicht da, oder was? Es sitzt Frank und Evi... Warum stehst du halt eigentlich heute nicht auf dem Rasen? Du hast schon mal Frankfurt rausgekickt, Bro. Gib mir die Hand. Oh yeah, Leute. Kennt euch das mal? Das ist die Seite der Leipziger. Rechts sind schon sehr viele Frankfurter auch da. Das war letztes Jahr auch schon so geil. Willi würde sich wahrscheinlich den linken Arm abhacken, um für Frankfurt zu spielen. Kurz vor Anpfiff hier entlang zu laufen, den Spielern. Aber ja, war damals schon ekelhaft, die Niederlage, ey. Guck mal, ich könnte hier alles machen, Leute. Gegen Mannheim. Da ist ja noch die Trainerbank. Digga, das ist so geisteskrank. Guck mal, wo er sich hinhocken kann, ey. Jetzt guckt niemand zu. So crazy, Digga. Ich bin ganz kurz frech. Rasen super, Leute. Oh, yeah. Mein Gott, ey. Der ist perfekt. Ja, man darf nicht eigentlich drauf, aber kurz anfassen geht schon. Der Bundespräsident wird dann auch da irgendwo sitzen. Dieses Gefühl, Freunde, hier zu stehen, direkt am Rasen, das ist wirklich unbeschreiblich. Also wirklich vielen, vielen Dank nochmal an die Targobank für diesen Fan-Moment, den man hier erleben kann. Boah, ich freue mich schon, wenn dann richtig Stimmung hier aufgeht. Ja, guck mal, wer da verkabelt wird. Die Fußballlegende Lothar Matthäus. So viele Frankfurter haben bereits schon ihr Trikot ausgezogen, sind oberkörperfrei auf der Tribüne. Oh, jetzt hört man das erstmal, die Frankfurter Fans richtig laut. Da sind auch schon ein paar Spieler, die gerade den Rasen attesten. Auf diesem Polsterteil wird auch der Pokal nachher stehen. Geil. Oh mein Gott. Ey, wie laut man von hier die Atmosphäre einfach aufnimmt von unten. So heftig, ey, wenn du wirklich so ein YouTuber bist, also wirklich ein großer YouTuber, wo du da überall hin kannst, ey, das ist so geisteskrank. Wirklich, guck mal, er kann auf dem Rasen so, das ist so, guck mal, hier sogar der Krösch im Hintergrund und so. Crazy, das ist der Frankfurter so Coach, Leute. Ja, Glasner, nice. Kann er mal ansprechen. Na, alles gut? Was ein Falschgeld. Kannst du mal aufhören, die Mädchen anzuschreiben, Willi? Konzentrier dich aufs Spiel. Dein Einsatz ist heute. Ah, okay, lass dich durchgehen. Nein, du darfst. Aber warum darf ich nicht? Hey. Oh, das ist Maskottchen von Leipzig, schau mal. Nochmal, wie geht's? Hey, hallo! Ach du Scheiße. Was geht ab? Na, alles gut? Sieht das schlimm aus. Sehr, sehr geil. Oh mein Gott. Junge. Alter Schwede, da ist das Ding. Ach, Leute. Heute wären wir jetzt alle auf dem Römerplatz gewesen. Aber nein. Red Bull musste ja einen Verein gründen und den deutschen Fußball besudeln. So, weiter geht's. Das ist der echte, Freunde. Der allerechte, keine Replika. Wie das Gold schimmert. Das kommt gar nicht auf der Kamera so rüber gerade. Mein Bauchgefühl sagt mir, Leipzig gewinnt. Was tut mir leid an die Frankfurter. Aber ich bin ehrlich. Hey, Jungs, ich kann nicht. Es haben ja auch viele gesagt, gell, dass Leipzig gewinnt. Waren ja auch definitiv die Favoriten, aber insgeheim waren 90% der Fußballfans der deutschen Fußballfans für Frankfurt, kann man mir sagen, was man will. Nur Leverkusen war noch für Leipzig an dem Abend, weil für die heißt es halt jetzt anstatt Conference League, Europa League. Ich rüberleite hier. Ich darf nicht. Ja? Oh mein Gott, Leute, schaut mal, wer der ist. Da ist der Adler. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Leute, Benny der Ehrenmann sagt kurz Hallo. Ja, danke. Echt, oder was?
Jetzt laufen wir in den VIP-Bereich und snacken etwas. Ich habe hier aber immer so geile Erinnerungen an das Stadion, weil hier war der Ort, wo Barca das letzte Mal die Champions League auch gewonnen hat. Das 80. DFB-Pokalfinale schon in der Geschichte. Jetzt gehen wir hier in dieses Sport-Village rein. Es gebe... Also in 20 Jahren muss es ja dann, wenn es 100. Pokalfinale ist, hoffentlich ist da die Eintracht auch im Finale dann, beim 100. Da, ich glaube, da muss es ja dann geisteskrank abgehen. Da bin ich dann einfach 44, das ist echt so surreal. Ach, du Scheiße. Oh, wie entspannt ist das denn? Hier ist so ein riesen Zelt aufgebaut und hier haben wir die Targobank Lounge. Targobank Lounge. Da kann man sich hier Essen holen und so. Oh, da werde ich mich gleich austoben. Bitte ganz ehrliche Einschätzung. Das sind halt wirklich die Leute. Ey, jetzt mal ohne zu fronten, gell? Also Visca Barca, Hectic Rush ist ja schön und gut und so. Können ja gerne am Startende einfach, damit man auch ein geiles Video hat und so. Aber Digga, also jetzt diese ganzen... Weiß nicht, diese ganzen Bankfuzzis, ey, die könnten doch eigentlich auch ehrlich gesagt das Spiel auch zu Hause angucken, so. Die hocken da in ihrer VIP-Lounge, snacken dann auch mal, weiß nicht, Schnitzel oder so mit ein paar Pommes, trinken ihre 2, 3, 4, 5 Bierchen und, eigentlich juckt es die doch gar nicht so richtig, das Fußballspiel. Ah, Mann, ich weiß nicht, ey. Eigentlich, ich hätte es gefeiert, hätte der DFB mal wirklich anstatt nur 20.000 Tickets der Eintracht mal 30.000, 35.000 gegeben. Sag ich euch ehrlich, einfach für die Fans. Weil letztendlich mussten so viele in Frankfurt bleiben. Und der DFB hatte halt so viele Tickets noch behalten für ihre ganzen Sponsor und so. Aber gut, so läuft halt das Geschäft. Holen und so, da werde ich mich gleich austoben. Bitte ganz ehrliche Einschätzung von 1 bis 10. Sieht schon gut aus. 7. Ich hätte auch 7 gesagt, ja. Stabil. Das Pokalfinale war heute auch in England. City hat sich gegen Man U durchgesetzt und damit holt... Manchester United bitte. Oder Man United. Nicht Man U. Beleidigung. Ja. England ist mein Lieblingsverein, Manchester United. Das lief also wirklich ganz belastend, ey. Hab ich auch noch die Highlights abgecheckt, ey. Das war auch... Schade, Mann. Die können halt jetzt noch mit der Champions League, können sie das Triple holen. Emirates FA Cup haben sie leider geholt. Und das Triple ist auch inbound. Und auch herzlichen Glückwunsch an das Frauenteam von Barca, denn sie haben die Champions League gewonnen gegen Wolfsburg. Das sieht so lecker aus. Aber ehrlich, auch für die deutsche Mannschaft gewesen. War kein guter Tag, ey. Kein gutes Wochenende. Chicken Curry. Egal, ich konnte mich jetzt auch für dieses Thai Curry entschieden. Und noch für das Dessert und oben noch so Marshmallows draufgehauen. Boah, also für Schadenessen selbst. Das schmeckt richtig gut. 9. Die Hymne der Eintracht wird gerade abgespielt. Oh mein Gott, das könnt ihr euch nicht vorstellen, gell? Gestern muss man wirklich für diesen Innenraumstehplätze, brauchte man so scheiß Armbänder, die man am Eingang des Deutschen Bankparks bekommen hat. Ja? Und es hat gefühlt keiner genommen, weil man es einfach nicht gesehen hat. Da waren so viele Menschen. Und dann am Ende, wenn man ins Stadion wollte, musste man es halt vorzeigen. Und wir haben uns dann einfach mäßig reingeschmuggelt zu den Sitzplätzen einfach. YOLO. Also, weil wir konnten gar nicht mehr reinkommen, weil die Security auch zu inkompetent war, einfach mal in die Frankfurt, einfach aufs Handy zu gucken, wo steht Innenraumstehplätze. Das war so dumm gemacht, ey. Also wirklich, also organisationstechnisch, boah, ey, also eine 6, einfach eine 6, Schulnote 6. Boah, geisteskrank, wie das hier aussieht. Guck mal, alle mit dem Schal am Start und so. Ach, Mann, ey, es regt mich so auf, dass man es verloren hat. Also, die Frankfurter Freunde sind sowas von in Überzahl. Ich sing weiter, A Cappella. Und Leipzig hat bisher noch nicht so viel zu hören. Aber das ist auch nicht so viel. Ja, es sind zwar nicht wenige, aber King Frankfurt hat no chance, ey. No chance. Guckt's euch an. Holy shit, Alter. Das sieht so insane aus. Wir chillen bisher noch. Es beginnt mit der Startaufstellung von RB Leipzig. Kann ich sagen, was man will, aber Frankfurt-Fans sind so viel krasser als die Leipzig-Fans. Heilige Kacke. Also wirklich, das ist so ein Klassenunterschied. Der Stadionsprecher von RB ist gerade der tolle Kassenstimme. Oh, das ist
Boah, also die Stimme ist schon heftig, muss ich sagen. Also, Herr und Sprecher von RB Leipzig, sehr, sehr guter Mann. Jetzt als Vergleich Frankfurt! Schau mal, die Frankfurter sind komplett da, überall, Leute. Und da geht's so langsam los mit Leipzig und die gehen bis dahin. Ansonsten. Also, so geisteskrank, es ist wirklich. 70% Frankfurter im Stadion, mindestens. Ich würde sogar fast schon sagen, 75 bis 80. Das ist so geisteskrank. Aber freut mich. Das, was Tradition doch, ja, was Künstliches nochmal überschattet. Es ist halt der extreme Überzahl. Ah, jetzt erkenne ich. Der Geil. Adler, der in seinem Schnabel die deutsche Schale festhält, dann mehrere DFB-Pokale noch und Europa League. Die Anzahl, die wir auch gewonnen haben. Sehr schön. Ah, das sieht das geil aus, 2022. Von rechts. Und natürlich, wie man sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ich glaube, Leipzig hatte überhaupt Leipzig in dem Spiel eine Choreo, ich weiß gar nicht. Kennt, gibt's bei einem Finale auch eine ordentliche Zeremonie. Kommt, sieht man jetzt die Baller da aus. Und damit ist epische Musik, gell? Die haben den Adler jetzt fallen lassen und jetzt ziehen die nächsten Baller hoch. Guckt euch an, ey, das ist... Ah, okay. Ja, okay. Warte mal, ich seh's nicht. Stimmt, Leipzig hat auch was am Start, das finde ich gut. Geil, guckt's euch an, ey. Also, choreotechnisch Frankfurt auch wieder besser. Das ist so geisteskrank. Auch richtig cool. Ganz links außen haben wir Timo Werner, Nkunku, Benny auch am Stissel. Mario Götze, heute Geburtstagskind und rechts Moni. Und jetzt die deutsche Finale, ne? Weißt du, wie es weitergeht? Lass uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. In wenigen Sekunden geht's los. Und wir sehen die ersten Pyros, aber ich glaube, wir werden gleich noch viel, viel mehr davon sehen. Ja, ist das geistkrank. Das ist halt so ein Heimspiel eigentlich gewesen für die Eintracht, aber... Ah, erste Halbzeit lief ja auch wirklich, war ja wirklich 50-50, muss man ja sagen. Da hatten beide Mannschaften gute Chancen. Meiner Meinung nach hätte dieser Volley einfach von Götze geklappt, ey. Oder die Chance von Moani, als er das Außennetz getroffen hat. Wenn es wirklich 0-1 steht für die Eintracht, dann... Ey, das ist so ärgerlich, Mann. Ja, sehr viel Platz für Leipzig. Ah, das war schon echt ärgerlich, Mann. Der kommt durch. Oh, Timo, was? Ja. Vergibt Werner. Riesenschuss. Sehr, sehr schlecht von Werner geschossen. Ja, 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 ja. Oh, vierte Minute direkt, Freunde, eigentlich. Ah, den kann man schon machen, gell? Die Rückzeit macht den Safe. Vermutlich heute aber auch das allerletzte Spiel von Moani, aber auch von Nkunku. Also von Moani, Also Nkunku, safe, 100% weg zu Chelsea. Hat ja schon im Winter unterschrieben. Moani, sag ich, also wenn jemand 100 Millionen bietet, safe, dann ist er weg. Alles darunter wird abgelehnt. Hat ja noch ein paar Jahre Vertrag, also der muss nicht gehen. Wenn wir nicht wollen, dass er geht, dann wird er auch bleiben, ganz einfach. Oh, Moani, Ballgewinn! Jetzt, das hätte viel schneller gehen müssen alles. Moani ist halt wirklich der beste Spieler gewesen bei der Eintracht. Kein Wunder, dass halb Europa ihn hinterherjagt. In dem Team. Aber Leipzig verteidigt gut. Zu sehr gewollt. Zu sehr gewollt. Ich muss schon sagen, das sind schon echt gute Leipzig-Fans. Die machen auch gute Stimmung, ey. Der Block. Oh, wäre der reingegangen, wäre der nur reingegangen. Wäre so wichtig gewesen. Übersteiger vorbei. Und Dietsch. Es ist Halbzeit, es wird nicht eine Sekunde nachgespielt. Man muss ehrlich sagen. Oh, das war ja auch was Krasses, gell? Die haben ja. Leipzig hat ja
Transferangebot geschickt an Jesper Lindström für 25 Millionen. Habe ich ja irgendwie in One Football, glaube ich, gelesen. Irgendwo habe ich es gelesen in den News. Wurde ja dann auch abgelehnt, glaube ich, zumindest. War auch crazy, ey. Also 25 Millionen ist schon ein gutes Angebot, aber das vor einem Finale muss nicht unbedingt sein, ey, dass man sowas macht. Diese Psycho-Spielchen und so. Weiß nicht. Frankfurt hat jetzt auch kaum was eingefallen, außer den Ball lang zu schlagen und einfach nur nie zu hoffen. Also von beiden Mannschaften muss gleich echt mehr kommen. Hoffen wir gleich mal auf eine spektakuläre zweite Hälfte. Uiuiui, die zweite Halbzeit wird direkt hier mit der Pyroshow beginnen. Alter. Oh, geil. Ich sagen, wie viele sind das? Und Feuerwerk geil. Sogar. Oh, auf dem Platz sogar. Der ist einfach disappeared auf einmal. Und bei RB auch, Digga. Auch fucking und Papyrus. Aber nicht ganz so viel wie da drüben. Das ist das auch seine Rauchwolke. Oh mein Gott. Das war echt crazy. Hier ist so ein Kindergeburtstag für 10 Leute und da, keine Ahnung, werden 3 Leute 100 Jahre alt oder so. Also hier ist schon natürlich auch einiges am Pyro, aber wirklich mit Frankfurt, also viel, viel weniger. Trotzdem so viel Rauch, ey. Die Papyrus, das ist echt schon geisteskrank. Schaut mal an, wie dicht das ist. Und mittlerweile rollt der Ball wieder, das sieht so episch aus. Mit dem Rauch in Kombination mit den Flutlichtern. Mhm. Oh, Platz. Nein! Kuku! Oh nee, das kann ich mir gar nicht mehr angucken. Ja. Echt wirklich, gegen Buta knallt er und dann nochmal gegen Endika. Und Endika hat den auch so beschissen gemacht für Trapp. Guck mal, Trapp denkt wirklich, er geht hier hin, der Ball. Und er ist halt so hässlich abgefälscht worden. Das war wirklich so ein Lucky Tor. Also wirklich sowas von glücklich, dass der reinging. Das war sowas von bitter, Alter. Das war so bitter. Oh Mann, ey. Alter. Digga. Und er hat's ausgedeckt, die Pyros. Den Leipzig-Block hoch. Auf der anderen Seite Kreuz. Digga, wie bitter ist das denn? Sehr starkes Spiel von Leipziger. Aber natürlich auch extrem viel Glück dabei gewesen. Aber jetzt muss die SGE ins Risiko gehen, Leute. Wir werden definitiv noch ein Tor safe sehen. Entweder schießen die das zweite oder 1-1. Und oh mein Gott, Leute, schaut euch mal an, wie viele zusätzliche Polizisten sofort hier rauskommen nach dem Rückstand. Boah! Kriegen sie den Block unter Kontrolle oder nicht? Das wird jetzt 6-6. Heilig, kann sein, dass Leipzig back-to-back den DFB-Pokal gewinnen wird. Letztes Jahr, wie gesagt, das erste Mal in der Geschichte gewonnen. Ey, man hört nur Frankfurt, Digga. Das ist wirklich so... Weiß nicht, ey, dann gibt von mir aus alle Tickets an Frankfurt, ganz ehrlich, also. Haben es auch verdient, ey, wenn die so Stimmung machen. Wisst ihr, guck mal, die hocken ja alle, haben zwar hier das Trikot an, aber, ey, weiß nicht, das Trikot muss man sich auch verdient zum Anziehen, ey. Jetzt vielleicht zwei Meter nach, aber der 12. Mann bei Frankfurt ist da, Leute, noch nichts abgeschieden. Ich frag mich halt wirklich, was, wieso bleibt man einfach so sitzen? Man ist im Stadion bei einem Pokalfinale, Mann. Junge, steht auf, macht Stimmung. So, ihr tragt sogar das Trikot. Unterstützt eure Mannschaft so. Weißt du, da könnt ihr es auch zu Hause gucken. Da rippt ihr halt wirklich dann das Ticket irgendeinem Fan, der da wirklich Stimmung gemacht hätte. Weil letztendlich die Leute im Stadion, die müssen unterstützen. So. Eine überragende Aktion. Ja. Christopher lässt klatschen. Das Problem ist halt, nach dem 1-0 war Frankfurt, also das Problem ist auch erstmal zu hektisch. Das Mittelfeld war auf einmal weg, weil Rode ausgewechselt wurde. Lindström kam rein. Die sind halt komplett dann auf die Offensive gegangen. Boré kam dann, glaube ich, auch noch rein. Und Christopher Lenz. Lenz bin ich jetzt auch nicht der übelste Fan von, sage ich euch ehrlich. Ja, und dann wurde es nur noch hektisch und dann hat man Fehlpässe gemacht, über Fehlpässe. Also das war echt
nach dem 1-0 wirklich katastrophal von Frankfurt. Vorschlag mit der Hacke, oh mein Gott, wie gut du gespielt, Digga, Kuku. Auf Außen, 2-0. Echt, da reg ich mich wieder auf, ey. Wie kann man den so alleine lassen, wirklich? 1, 2, 3, 4, 5, 5 Frankfurter, 6 auf 2 Leipziger. Anstatt, dass er mal ihn deckt hier oder so, oder er den deckt. Weil guck mal, er hätte hierhin passen können, aber er hat gesehen, er steht komplett alleine, kann ihn halt sowas von draufballern. Wirklich, ich frage mich wirklich, was die machen. Was machen die? Komplett beschissen, katastrophal. Guckt euch an, wie sie alle rumfuchteln. Was macht ihr? Ja, und jetzt checken sie, okay, keiner deckt ihn. Wer ist hier wirklich der linke Verteidiger? Ist es Lenz, oder? Oder, keine Ahnung, ich raff's nicht. Oder eigentlich Endika sogar, glaube ich, in der Situation. Auf Außen! 2-0! Das ist echt. So beschissen verteidigt. Alle Rede! Auf dem Platz, die ganze Ersatzbank auf! Was eine Kombination! Oh, ich hab von hinten Gardier abbekommen! Alter, das war's! Oh, der hinter mir ist voll mit dir! Hängen da alle am Handy, Alter. Oh Gott, ey. Ich will mich echt nicht aufregen, aber es ist wirklich. Ah, oh, Mann. Ist ja wichtig, dass auch die Sponsoren da im Stadion hocken und so. Die finanzieren ja auch den ganzen Scheiß, aber. Ich weiß ja nicht, ey. Können es auch. Weiß nicht, macht hinten eine VIP-Lounge für die, lass die auf der Couch hocken oder so und lass es den da angucken, während die da irgendwie Abend essen oder so. In Berlin, Leute. Ach ja, Freunde. Wäre auch zu schön gewesen. Back to back. Benny, auch auf den Green. Schau mal, der Max hat einfach dieses Bild hier ausgedruckt. Ich schreib ein bisschen deinen Namen, ja? Also. Hier, Spieler von der SG laufen nochmal zu ihrer Kurve. Und die Leipziger machen sich gleich bereit für die Siegerehrung. Hier auf dem Podest stattfinden wird. Vorhin waren wir noch da unten. Die ganzen Leipziger sind am Springen. Und die Frankfurter pfeift selber noch aus, auch wenn das Spiel schon lange aus ist. Und der Letzte, der sich die Silbermedaille abholt, ist Kolo Muani. Ja, das ist schon immer echt hart, weil man so knapp am Pokal vorbeilaufen muss. Und jetzt noch. Aber sie lassen die Medaille dran. Und jetzt denkt mal, was andersrum vielleicht passiert wäre. Will ich jetzt nicht unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, bei Leipzigern hätten ein paar die Silbermedaille ausgezogen. Auf die Leipziger, um sich die Goldmedaille abzuholen. Und guckt euch mal an, was für ein Five-Konzert die hier kassieren. Junge. Und jetzt erstrahlt auf einmal das. Ach, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Als Frankfurt-Fan kannst du das wirklich nicht objektiv bewerten, aber. Also, von der Stimmung her, jetzt Frankfurt so krass verdient einfach. Vor allem auch einfach um die Saison nochmal. Erste Champions League-Saison, Gruppenphase überlebt, DFB-Pokalfinale. Letztendlich Platz 7 sogar in der Bundesliga. Hat uns die Hinrunde gut gerettet. Hätten wir die Rückrunde genauso gut gespielt wie die Hinrunde, wären wir Top 4 gekommen. Wahrscheinlich sogar Platz 3 oder so. Bitterer Beigeschmack. Und der Captain wird jetzt gleich den Pokal in die Höhe strecken. In wenigen Sekunden. Jetzt hat. Ein cooler Vlog, man hat echt viel nochmal gesehen, viele Eindrücke so aus dem Stadion. Ich habe da auch so den Anfang ein bisschen verpasst, ey, leider. Ja, okay, gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, ab hier beenden wir die Reaction. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo, Like, einen Kommentar da lassen. Ist kostenlos, würde mich supporten und mega freuen. Vielen Dank schon mal dafür. Checkt gerne das Originalvideo ab bei Visca Barca. Erster Link in der Videobeschreibung. Habt noch einen schönen Tag. Euer Torben.